Hi, hier ist wieder euer Coolman und ich wollte mich mal wieder aus meiner Vergangenheit sozusagen, nee, Spaß, aus der Gruft heraus bewegen. Wollte sagen, wie es mir geht, was ich so in der Zeit jetzt gemacht habe, auch in der Zeit, wo ich Probewohnen hatte. Ich hatte ja jetzt vor 3-4 Wochen, seit dem Freitag der 30. Vom Freitag den 30. November, nee, Oktober war Freitag der 30. bis zum 3. bis zum 3.12. So war das, glaube ich. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz so sicher, ist aber auch egal. Auf alle Fälle waren es 6 Wochen, war ich zu Hause bei meinem Vater, voll gechillt. Hintergrund seht ihr, ich bin immer noch bei meinem Vater oder wieder bei meinem Vater, weil es war ja Weihnachten und so. Also bin ich eine Woche hoch nach Rüth, hab da gechillt, war aber erst gar nicht arbeiten, weil mir ging es partout nicht gut an dem Tag, wo ich eigentlich wieder arbeiten hätten sollen. Sorry, hatte nämlich extrem Rückenschmerzen, ich konnte mich 3-4 Tage lang nicht bewegen, gar nicht. Nur das Nötigste habe ich mich bewegt. Ja. Und dann habe ich halt mich krank geschrieben. Dann wollte ich wieder arbeiten. Hat aber einen Mitarbeiter, also ein Betreuer von mir, also mein Chef von der Abteilung, Gruppenleiter, so nennt man das, gesagt, bleib du lieber zu Hause. Es ist sicher für dich wegen deinem Rücken, wenn es dir noch nicht so ganz gut geht. Habe ich gesagt, okay, mache ich. Bin dann zu meiner Ärztin gegangen, habe angerufen, habe die Krankmeldung geholt, was man halt so macht. Ja, und dann bin ich am Freitag nach Hause gefahren mit einem Kumpel, also hierher. Bin dann mit meiner Mutter und mit ihm zum Silkos gefahren, um was zu holen. Für ihn, er hat sich Kartoffelsalat für ein Silvester geholt, weil die feiern öfters da oben jedes Jahr. Das ist so eine Tradition im Garten vorm Stift, Silvester zu feiern, ob geschossen wird oder nicht geschossen wird, das spielt denen keine Rolle. Die feiern trotzdem da oben. Das ist auch sehr schön. Da gibt es meistens Nudelsalat, Kartoffelsalat, selbstgemachten oder und Würstchen und ein Steak und so. Natürlich bezahlt jeder 5 Euro dazu, gibt ihm das dazu. Ja, und dann haben wir das halt gemacht. Dann hat er sich noch eine Cola geholt, also Cola Zero. Und was habe ich geholt? Ach ja, ich habe mir meinen Grillanzünder geholt für unser Ofen. Für den Ofen da. Ups, für den da. Habe ich Grillanzünder geholt, flüssigen und auch normalen. Und habe mir dann noch einen Nudelsalat geholt, einen kleinen beim Silkos. Und meine Mutter hat sich was fürs Weihnachten geholt, so eine Gans, glaube ich, oder Wild. Irgendwas Wildmäßiges. Und noch was anderes. Und so, aber egal. Ja, es hat schon Spaß gemacht. Ja, zu Weihnachten habe ich von meinem Vater 25 Euro gekriegt, aber nicht bar auf die Hand, sondern auf PayPal. Von meiner Mutter habe ich eine Stichsäge gekriegt von Bosch. War auch eine sehr gute. Einwandfrei habe ich am Sonntag, einen Tag nach zweiten Weihnachtstag, also den Sonntag, habe ich das dann ausprobiert. Ich weiß, sonntags macht man eigentlich keinen Krach, aber das war mir relativ scheißegal. Ich wollte es machen, also habe ich es auch gemacht, ja. War super, habe versucht, einen Tisch zu bauen, bin ich auch noch dabei. Ich versuche heute noch einen Tisch den weiterzumachen. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts mehr. Was habe ich mir denn noch? Ach ja, meinem Vater habe ich aus der Not noch schnell bei Kölle zu was für einen Teich geholt. So einen Schlammentferner. Weil das, was ich eigentlich ursprünglich kaufen wollte, war eigentlich eine Kettensäge. Elektrisch von Einhell mit Akku. Aber leider war ich so doof und habe es falsch gekauft. Ich habe bei Amazon eine Kettensäge gekauft, habe aber nicht gelesen, dass die mit Strom geht, also mit Steckdose. Und die Steckdose, das Kabel ist nur so kurz. Also habe ich mir einen Akku und die Kettensäge gekauft.
Okay, dann haben sie alle gesagt, ja, dann schick's doch zurück. Da habe ich gesagt, ja, okay, ja, ich mach's, aber dann habe ich gedacht, nee, komm, ich behalte. Und somit habe ich den Akku zurückgeschickt. Also musste ich kurzfristig zum Kölle zu und habe ihm das geholt für den Schlamm, für den Teich. Weil mir dann ja auch eingefallen ist, ich habe mir ja voriges Jahr zu Ostern und zu Weihnachten, glaube ich, nee, zu Ostern und zu seinem Geburtstag, glaube ich, was für einen Teich geholt. Eine Pumpe, den Filter und so. Also habe ich gesagt, komm, ich hole das, dass wir das nächstes Jahr komplett neu anfangen können mit dem Teich, dass er schön sauber ist. Meiner Mutter habe ich in 4 Jahreszeit Kerzen geholt, also Ölkerzen für die 4 Jahreszeiten. Und alles natürlich von Amazon, außer das Kölle-Zoo-Ding. Dann habe ich mir noch, ich weiß, ein Hoverboard geholt. Ich weiß, dass es eigentlich hier in Deutschland nicht legal ist, auf öffentlichen Straßen zu fahren, beziehungsweise auf Gelände, nur auf Privatgelände oder oben im Stift. Das interessiert aber kein Schwein, weder den Polizisten noch irgendeinen anderen jemand. Ich bin hier schon so oft lang gefahren, in der Zeit, wo ich zu Hause war und es hatte, oder in Rüdesheim oben. Es hat keine Sau gejuckt. Weder den Polizisten, die bei mir vorbeigefahren sind, noch irgendeinen anderen Passant. Also habe ich gedacht, yo, scheiß drauf, ich mach's einfach. War auch schön. Ich bin auch nicht aufs Maul geflogen. Hab erst gedacht, komm, ich fahr das Scheißding eh nur einmal und flieg aufs Maul und lass den Scheiß. Super geil, ich bin super geil gefahren damit. Bin bis jetzt nur. Hatte fast bis jetzt nur einen Unfall. Fast nur einen Unfall. In Wirklichkeit ist es kein Unfall gewesen. Es war eigentlich nur. Ich bin vom Board runtergesprungen in dem Sinn, weil ich mich zu weit nach vorne gelegt habe. Da habe ich das Gleichgewicht verloren und bin dann abgesprungen. Mehr auch nicht. Also von daher, sehr viel ist nichts Schlimmes. Mir ist nichts passiert. Ich bin wie gesagt abgesprungen. Ja, und das war's eigentlich. Und ja, falls ich nächstes Jahr hierher ziehen darf, also hier in diesem Gebiet, wo ich jetzt bin, also hierher zu meinem Vater, freue ich mich auch, ehrlich gesagt, weil dann kann ich endlich chillen, tun und lassen, was ich will. Weil mein Vater lässt mich zum Beispiel Kettensägen machen, was ich oben im Stift leider nicht darf. Ich darf an Lampen schrauben, also sprich das Bad oben im Klo, das Bad oben habe ich in den 6 Wochen ganz spontan meine Lampe getauscht. Das darf ich natürlich oben nicht, weil die Spasten, sorry, dass ich das so sage, vertrauen mir nicht, denken, ich kann so ein Scheißset. Ich fackel, würde ja die Buden abfackeln, aber wie ihr seht, die Bude hier brennt nicht. Ich lebe noch. Mein Vater pennt oben, also er lebt auch noch. Also mein Vater vertraut mir. Er hat mir selbst gesagt, ich kann tun und lassen, was ich will, solange ich die Bude nicht kaputt mache oder ihn nicht auf den Sack gehe damit. Wenn ich natürlich Hilfe brauche und er kann's, hilft er mir. Wenn ich nicht auf den Sack gegangen bin davor. Aber sonst, jetzt bin ich dabei, mein Zimmer oben oben bei mir hier, beim Vater in meinem Kinderzimmer, damalige Kinderzimmer, jetzt fängt es ja langsam an, ein Erwachsenenzimmer zu werden, beziehungsweise ein jugendliches Zimmer. Versuche ich langsam schicker zu machen, aufzuräumen. Ich habe es auch aufgeräumt schon, bin aber noch nicht ganz fertig, also kann ich euch momentan noch nicht das fertige Zustand sehen, zeigen. Ich kann euch aber momentan auch später oder morgen oder was weiß ich wann mal ein Update machen, Foto-Updates machen und das auf meinen Insta-Kanal, Instagram-Account, das unten wahrscheinlich verlinkt wird von mir. Was soll ich sagen? Updates machen. Vielleicht werde ich auch mal ein Bildervideo machen von meinem Zimmer, wie es aussah, wie es jetzt aussieht oder wie ich es gemacht habe. Und der Tisch, den ich angefangen habe zu bauen, aus ehemaligen Regalbretter, also Einlagebretter, wird auch auf Instagram gemacht. Werde ich auch auf Instagram stellen, so wollte ich sagen. Ja, dann hoffe ich, dass die Tage, da wenn ich das Video jetzt hochlade,
hoffe ich, dass ich schon so ein Stativ habe, weil jetzt habe ich nur so einen kleinen Tischstativ von meinem Vater gemobst, also ausgeliehen, eher gesagt. Ja, und ich hoffe, dass ich die Tage den Stativ krieg. Ja, und jetzt hoffe ich, dass es euch natürlich gut geht, ihr euch beschenken lassen habt, schönes. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr geschenkt bekommen habt, was ich verbessern soll, oder ob die Qualität ganz gut geworden ist von diesen Videos. Und falls wir uns nicht mehr sehen sollen, das wird wahrscheinlich, ich weiß es noch nicht, das letzte Video von diesem Jahr sein. Und nächstes Jahr hoffe ich, und ich versprechen kann ich es euch nicht, aber ich versuche es, nächstes Jahr wieder aktiver auf diesem Kanal Coolman zu sein. Also haut rein, euer Coolman. Tschüss! Abonnieren nicht vergessen, Däumchen hoch und favorisieren und Glocke aktivieren, falls ihr mehr von mir seht, nichts verpassen wollt von mir. Tschüss!